Heute machen wir einen Ausflug. Und zwar raus aus dem Allgäu ins Kleinwalsertal. Das Kleinwalsertal gehört zu Vorarlberg und befindet sich südlich von Oberstdorf. Und es ist eine funktionale Enklave. Das bedeutet, dass das Tal nur über Deutschland erreichbar ist und es wegen der alpinen Lage keine direkten Verkehrsverbindungen nach Österreich gibt. Der Name Kleinwalsertal kommt von den Walsern, die im 13. Jahrhundert aus der Schweiz hierher gesiedelt sind. Rüdiger Keck ist, wie auch viele seiner Vorfahren, im Kleinwalsertal geboren und ist sozusagen ein echter Urwalser. 1984 hat er den Gasthof seiner Eltern am Hörnlepass übernommen. Hier ist er aufgewachsen. Meine Kindheit war eigentlich, ja, man in der Landwirtschaft geht und man musste ein bisschen was arbeiten. Man ging in die Schule, aber ansonsten war das ja super Kindheit. Die Umgebung hier, das alles, war in gewisser Weise sein Spielplatz. Ich habe Baumhäuser gebaut, beziehungsweise Holzhütten. Man ist in gewisse Täler gegangen, man ist zum Klettern gegangen. Man hat ein bisschen was daheim geholfen, ein bisschen schaffen. Aber das muss man lernen. Na, no, einfach gut. Ich wollte eigentlich zuerst Theologie studieren und war Missionar werden. Und dann hat mein Papa gesagt, du spinnst doch, oder? Kann du zum Koch lernen, aber nimm den Hörnlepass. So war das dann. Und das war eigentlich eine gute Entscheidung. Ja, habe ich nicht bereut. Und mittlerweile ist sein Beruf auch einfach Leidenschaft. Der Mensch kommt, also der Gast, und hat dann Durst, hat dann Hunger und man tut ihm was Gutes, dann hat er was Gutes zum Essen, hat ein schönes Erlebnis und kommt wieder und ist gut. Und der Nebeneffekt ist noch, dass man Geld verdient. Darum tut man es ja. Gut so. Aber nicht immer hatte das Tal so viele Besucher wie heute. Touristische Ströme begannen erst, als 1869 der Deutsche Alpenverein gegründet wurde und somit die ersten Bergsteiger den Kleinwalsertaler Teil der Allgäuer Alpen für sich entdeckten. Der Tourismus, da erstens hat man Geld verdient. Zum Zweiten sind mehr Leute ins Tal gekommen. Und manche sind auch geblieben. Ja, war gut. Oder? Und wir im Walsertal, wir leben eigentlich alle vom Tourismus. Oder? Egal was man macht, was würde der Elektriker machen oder der Schuster oder der Maurer oder der Zimmermann oder die Banken oder die Gemeinde, wir leben alle vom Gast. Oder? Mit dem Bau eines Skilifts 1940 wurde das Kleinwalsertal dann auch im Winter immer beliebter. Und auch heute steigen die Besucherzahlen. Für Rüdiger kein Wunder, er wollte das Tal, also seine Heimat, nie verlassen. Das Besondere im Walsertal ist einfach, dass wir ein sauschönes Tal haben und dass wir so, dass wir einfach Walser sind. Ich bin da daheim. Ja, das seid ihr nicht alles. Wenn Rüdiger mal für einen Moment innehält und den Blick in die Ferne schweifen lässt, dann ist das für ihn. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, wie soll ich das sagen? Auch das ist ein Stückchen Erde, wo wir erhalten sollten. Und hoffentlich bleibt es so, wie es ist. Um
noch mehr über das Kleinwalsertal und seine Geschichte zu erfahren, treffen wir uns mit Stefan Heim, dem Gemeindechronist des Kleinwalsertals. Heute macht er mit ein paar Besuchern einen Spaziergang auf den Spuren der Walser. Die Walser kamen, wie das Wort Walser eigentlich schon sagt, die kamen aus dem Kanton Wallis, sind vor ungefähr 700, 800 Jahren dort ausgewandert. Wir wissen nicht genau, wieso. Auf jeden Fall sind sie ausgewandert und haben sich so über den Alpenbogen verteilt und haben meistens so die Höhenlagen besiedelt. Die ersten Dauersiedler kamen über die Berge ins Tal und sie lebten hier größtenteils von der Milchwirtschaft und dem Handel in den Allgäuer Raum. Wie heute noch erkennbar, bauten sie ihre Häuser in sogenannten Streusiedlungen und auch ihre Ställe waren und sind bis heute verstreut. Also es gibt einerseits den sogenannten Husstall. Wie der Name schon sagt, steht der interessanterweise beim Haus, aber nicht direkt am Haus. Also es unterscheidet zum Beispiel das Kleine, also die Walser auch von Allgäu oder vom Bregenzer Wald, wo der Stall meistens direkt am Haus angebaut ist. Der hat einen bestimmten Zweck. Und dann gibt es den sogenannten Furter- oder Weitstall. Der hat wieder, ist eigentlich vom Baustil her genau gleich gebaut, aber er hat einen anderen Zweck wie der Husstall. Der Weitstall wurde vorwiegend im Sommer genutzt, der Husstall im Winter, weil er näher am Wohnhaus war. Ein typisch altes Walserhaus wurde im Blockbau aus Holzbalken errichtet und hat bis heute klare, einfache Linien. Und das Dach? Wurde eigentlich geschindelt und mit Steinen beschwert. Und das nennen wir im Dialekt Schwartdach. Also die Steine beschweren hat eigentlich damit zu tun, dass die Schindeln besser auf dem Dach halten, durch Wind oder Schnee oder was auch immer. Weil natürlich Nägel gab es kaum, weil es wäre viel zu teuer gewesen. Und so stehen sie als echte Zeitzeugen auch heute noch da, die Häuser der alten Walser-Familien. Ihre Nachfahren und die Menschen, die jetzt im Kleinwalsertal leben, haben es heutzutage nicht immer ganz leicht, sich Deutschland, Österreich oder eben der Schweiz zuzuordnen. Für sie spielt da aber die Walser Kultur eine große Rolle. Die Situation, die wir hier im Tal haben, ist ja die Zugehörigkeit des Kleinwalsertals. Einerseits, wir gehören zwar zu Österreich, sind aber irgendwie nur über Deutschland erreichbar und irgendwie gehören wir nie irgendwo richtig dazu. Ist man im übrigen Bundesland speziell, heißt es immer, ihr seid doch lieber Deutsche, geht man in Deutschland in die Schule zum Beispiel. Das Gymnasium heißt, ihr Ausländer. Und da ist eine Identität für viele Menschen, glaube ich, sehr wichtig. Und das spielt, oder für viele ist das dann die Kultur irgendwie. Auch wenn sie vielleicht manche auch gar nicht wirklich aus der Schweiz stammen würden, aber die Kultur ist so eine Identitätsfrage. Und oft, wenn man jemanden fragt, was seid ihr jetzt lieber, Deutsche oder Österreicher, sagen sie viele erstmal Walser. Und das ist dann so quasi die Überkultur, das Verbindende des Tales. Und ein weiteres verbindendes Element neben der Kultur ist vielleicht auch der Dialekt. Also ein konstruierter Satz vom Dialekt, der schwer verständlich ist wahrscheinlich für viele, der geht so. Unser Wuppe der Befzger hat nichts verloren dort auf der Gutsche. Sonst kommt Schiem im Gonen die eigene Weile auch. Ja, und das heißt so viel wie? Unser Wuppe der Befzger heißt, unser bellender Hund oder Kläffer eher, hat nichts verloren, hat nichts verloren, dort auf der Gutsche. Das ist oben auf einem kleinen Sofa, das eigentlich neben dem Ofen im Walserhaus steht. Sonst kommt sie, sonst kommt sie mit dem Goner. Goner ist eine Schöpfkelle und jagt eine Weile auch und jagt ihn schnell hinunter. Und auch wenn das jetzt ein konstruierter Satz war, der Dialekt hier im Kleinwalsertal sollte als Hinterlassenschaft einer jahrhundertealten Geschichte auf jeden Fall erhalten bleiben. Eine herausragende Rolle spielen im Kleinwalsertal natürlich die Berge. Sie machen das Tal zu dem, was es ist, eine funktionale Enklave. Und sie werden von Einheimischen und Besuchern für zahlreiche Freizeitaktivitäten genutzt.
Diese Gruppe bereitet sich gerade noch unten im Tal auf einen Klettersteig vor. Die Bergführer Uli Ernst und Christian Bartusch führen die Neulinge in den Bergsport ein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, man muss wissen, man ist in kürzester Zeit in hochalpinem, alpinen Gelände. Und das sind einfach Gefahren, auf die man aufpassen muss. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man da ein Werkzeug mitbekommt, ein Know-how, wo man einfach in den gewissen Situationen sich richtig entscheidet und dann auch das Richtige einsetzt. Und dann wird man sicherer und das ist das, was wir eigentlich alle gemeinsam wollen, dass man das sicher bewerkstelligen kann. Nach der Einführung im Tal geht es hoch hinauf, und zwar an die Kanzelwand. Zur Ausrüstung gehören heute Klettergurt, Klettersteigset, Helm und Karabiner. Als Bergführer muss man hier oben, auch wenn es natürlich brenzliche Situationen geben kann, entspannt an die Sache rangehen. Ja, die Verantwortung ist allgemein in unserem Beruf sehr groß. Das ist unser Brot. Wir versuchen das natürlich auch so gut wie möglich, die Sicherheit an die Leute rüberzubringen und unser Gefühl auch weiterzugeben an die Leute. Ich denke mal, dass die meisten Bergführer relativ ruhige, gelassene, lockere Art haben und das wirkt sich natürlich auch auf die Gäste aus. Beim Klettersteig arbeitet man sich den Berg mit Hilfe von Eisenleitern und Stahlseilen hinauf. Für die eigene Sicherung ist man selbst zuständig. Einer der zwei Karabiner, die zum Klettersteigset gehören, muss immer irgendwo am Fels eingehängt sein. Ja, Klettersteig funktioniert so, dass der eigentlich von A bis Z versichert ist. Damit ist wichtig, dass die Sicherungskette nie unterbrochen wird. Es kommt natürlich dann zwischen den Seilen, die müssen irgendwo montiert sein. Das wird an diesen Eisenstangen montiert, die wo einfach sehr, sehr stabil sind. Und da muss man einfach einen Karabiner aushängen und der zweite bleibt somit drinnen. Es ist alles redundant gesichert, nennt sich das. Und auch wenn ein Sturz wäre, durch diese Falldämpfer, durch dieses tolle Material, was man heute hat, wird diese Energie abgebaut. Aber man muss sich schon im Klaren sein, dass das eine Sicherheitsmaßnahme ist, aber das Ziel muss sein, das Stürzen zu verhindern. Ein entscheidender Faktor für einen gelungenen Klettersteig ist, wie so oft in den Bergen, auch das Wetter. Vor allem die Gewittergefahr im Sommer muss unbedingt beachtet werden. Also wenn wir uns am Klettersteig bewegen, sind wir natürlich immer mit metallischen Teilen verbunden. Ist quasi wie ein Blitzableiter am Berg, ein großer Blitzableiter. Und wenn dort irgendwo der Blitz einschlägt, wird der natürlich unweigerlich dem Stahlseil entlang weitergeleitet und könnte natürlich auch Personen dann treffen. Also die Trefferwahrscheinlichkeit am Berg überhaupt und am Klettersteig nochmal ist sehr hoch. Also dem würde ich auf jeden Fall aus dem Weg gehen und dementsprechend mich vorher erkundigen, wie entwickelt sich das Wetter. Früh aufbrechen, Gewittergefahr besteht oft am Nachmittag und einfach dementsprechend aus dem Weg gehen. Vorbereitung ist hier also das A und O. Hier oben an der Kanzelwand führt die Grenze zwischen Deutschland und Österreich entlang. Und trotzdem gehört das alles hier zu den Allgäuer Bergen. Für einen Bergführer wie Christian ist die Arbeit in den Bergen nicht nur Job, sondern... Ich würde es eigentlich unter einem Wort unter Lebenseinstellung sehen. Und nur wenn man die lebt und Spaß dran hat, dann kann man es, glaube ich, auch dementsprechend vermitteln und lebt es auch. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe zum Glück in dem Fall meine Passion gefunden und... Macht mir riesig Spaß und stehe eigentlich jeden Tag gern auf. Arbeite viel, weil ich einfach die Elemente, was ich gern mag, um mich herum habe. Und wenn ich das dann noch weitergeben darf, dann ist das einfach super. Heute haben es alle Kletterer bis auf den Gipfel geschafft und werden belohnt mit einer bezaubernden Aussicht in alle Richtungen.